Ich würde vorschlagen, dass wir vielleicht mit Herrn Herzberg beginnen, ja, und sich beschränken auf 2 bis 3, 4 Minuten. Wie komme ich zu dem Thema, was verbindet mit dem Thema, was ist meine Position? Ja, schönen Dank, Herr Hillendorf, für die freundliche Einführung. Ich muss jetzt hier den Anfang machen und ich hätte es lieber gehabt, dass ich das Ende der Schlange bilde. Mir geht es darum, uns klar zu machen, dass wir hier in diesem Raum wahrscheinlich uns sehr schnell einigen können, dass Sterbehilfe in weitem Umfang straffrei bleiben muss. Aber dabei haben wir immer einen beschränkten Bereich der Suizidenten vor Augen. Und ich meine, wir geraten in die Gefahr, mit der Beschränkung des Blickes auf diese Suizidenten, deren Leid ein unaufhebbares ist, weil sie im Sterben liegen, Qualen erleiden, die nicht mehr enden, dass wir da Kriterien für die Straflosigkeit entwickeln, die der Überprüfung bedürfen. Jetzt will ich mal provozieren, indem ich mal einen Fall eines frei verantwortlichen Suizids bilde, indem Sie ins Schwanken geraten werden. Also stellen Sie sich bitte einen 24-jährigen jungen Mann vor, der 2-mal das Staatsexamen verpasst hat und dem nun sein Vater zynischerweise ernstlich und erfolgreich dazu bewegt, doch seinem Leben ein Ende zu machen. Da haben wir einen frei verantwortlichen Suizid. Sie werden jetzt geneigt sein zu sagen, oh nein, der junge Mann steht in einer besonderen Drucksituation, in der ich seinen Selbstmordentschluss nicht mehr als frei getroffen bewerten kann. Aber ich sage, auch solche Gründe machen es möglich, dass ein Mensch sich vom Leben zum Tode hin verabschieden will. Und da will ich noch keine Antwort geben, aber ich will die Frage in den Raum stellen. Gilt da denn, was wir gerade noch gehört haben, die Beihilfe, die Anstiftung zum Suizid ist deshalb straflos, weil der Suizid selber straflos ist. Ich stelle zur Diskussion, ob ein solcher Veranlasser eines Suizids, in diesem Fall der Vater dieses Examenskandidaten, nicht wegen täterschaftlicher Tötung bestraft werden muss. Aufgreifen kann, was Sie gerade gesagt haben. Ich halte diese Unterscheidung, die Sie angedeutet haben, für elementar und ganz enorm wichtig. Wir sprechen immer vom Schutz des Lebens und übersehen dabei, dass wir einmal das Leben im Interesse des Lebenden schützen und in anderen Fällen, da gebrauchen wir denselben Terminus. Wir sprechen auch wieder von Straftaten gegen das Leben, obwohl hier nur ein Tabuinteresse geschützt wird. Wenn der Lebende sein Leben loswerden will und wir ihn daran hindern oder diejenigen mit Strafe bedrohen, die ihm dazu zum Tode verhelfen wollen, dann schützen wir nicht mehr sein eigenes Interesse am Leben, sondern das Interesse an einer Tabuwahrung, dass so etwas nicht geschehen darf. Und diese Grundunterscheidung, die vermisse ich in der Diskussion durchlaufend. Immer unter dem Begriff, unter dem Etikett Lebensschutz wird weitgehend eine Weltanschauung geschützt oder wird ein Tabuinteresse geschützt. Und ich bin Ihnen dankbar dafür, dass Sie das ganz zuletzt noch ins Spiel gebracht haben.